Hallo miteinander und willkommen zurück zu Todbäumer 2 mit Torrin Gent. So, wir sind ja jetzt so weit, ich weiß, ne? Kurz davor hier mal loszuziehen. Ja, neue Aufnahmesession hier. So, wer von euch sollte jetzt eigentlich hier bleiben? Ich glaube, du warst das hier. Genau, und du, die Jungs, die sollten ja hier mit rein, richtig, die drei. So viel weiß ich, glaube ich, noch. Ah, ja, du bleibst hier stehen. Ja, alles sieht wunderbar aus hier. So, wer nochmal den Zug? Wenn es so weitergeht, gibt es keine Elfen mehr, gegen die wir kämpfen können, außer nur noch eine Fraktion. Aber gut, ja, ich hoffe, dass wir es mal in der Session schaffen, dort drüber zu kommen. Und ein bisschen. Naja, ein bisschen durchzudrehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Kollege Dokit Feinstecher wird sich hier natürlich in der Gegend dann weiterhin austoben. Wir werden hier weiterhin unsere Regierungsgebäude ausbauen. Ich habe ja Glück, hier erfuhr man auf der anderen Seite irgendwas Cooles. So. Natürlich der Platter 3. Oder schafft alle Armee, finde ich gut. Das ist sicher hilfreich. Ach, ich kann ja sogar dich jetzt verbessern. Ne? Zumindest theoretisch. 3 Minuten haben wir noch das aktuelle Kesselgericht und danach werden wir eh das super tolle wieder nehmen. Weil ich eigentlich andere Sachen kochen will, aber. Naja. Man kann ja nie alles haben, ne? Also du kommst hier hin. Und sind wir jetzt 2 Steintroller bei dir gemacht und ein Flusstroll, glaube ich. So. So und so, was genau haben wir dir eigentlich gegeben? Ja, wenn ich das jetzt noch wüsste, ne? Die Infanteristen waren es, glaube ich, ne? Diese Meute hier. Ja. Ich glaub's zumindest. Oh. Ja, richtig. Ja. Ja, richtig. Wir haben ja Fanatics. Das habe ich ja völlig vergessen. So. So hier, Rodnik. Ehrlich gesagt. Jetzt bin ich hart am Überlegen, ob wir. Nee, doch, das passt schon. So. Du gehst, wie gesagt, dann hier hoch und wirst Baston plündern. Ich denke, die Seite hier ist immer noch anfälliger als alles andere hier. So, und hier, ne? Wir laufen jetzt los. Hier der kürzeste Weg. Ohne Verschleiß. Schwierig, ne? Also, wenn wir eine neutrale Linie einnehmen, sind wir dicht. Mein Gott, wir sollten mal. Azak ist hier. Was? Azak ist hier schon gelandet? Nee, das ist ein Trollschädel. Was zu? Wollte sind es. Okay, ich meine. Ja, dann direkt nach Yves, würde ich sagen, ne? Wir landen hier. Auf Stralinia. Werden dort den Var aktivieren auf Ivras. Und dann geht die Post ab, ne? Kannst du mich mal darüber lassen? Schweinski Hunski hier. Steh alles zu hier. Wehe, du erklärst uns den Krieg jetzt, wo ich dann da drüben bin. Das wird halt hundertprozentig passieren, aber. Ja, so ist das halt. So, kurzer Blick, ne, wir ein bisschen Geld haben wir ja übrig, wenn auch jetzt auch nichts mehr reinkommt, aber es wird gleich nochmal wieder was reinkommen. Ah ja, Karagern, hier sind wir auch plus 4. Wir sollten definitiv trotzdem weiter ausbauen, aber so ganz behutsam. Ja, hier wollten wir ja definitiv so eine Schamanhütten oder sowas auch bauen.
Ja, und das Ding eigentlich auch. Wir werden ja, zwingendermaßen, wenn wir jetzt da hinten durchdrehen, dann haben wir keine Zeit mehr, irgendwie großartig Moschas zu rekrutieren. Aber das hier ist eigentlich immer gut. So. So, Kamikaze-Katapulte, normale Schleudern. Was uns halt echt fehlt, ist natürlich jetzt Schrott, aber den werden wir auch nicht jetzt relativ schnell erwerben. Die eine oder andere Weise. Okay, go. Wo sieht das mal jetzt aus, hier die Züge, zwischen den Zügen? Die werden ja langsam ein bisschen länger. Boutique ist tot. Finde ich zurecht. Nagarond. Ich sag, wir müssen uns echt beeilen. Das ist ja was Übliches. Okay, Boutique ist tot. Konföderation mit den Rittern von Origo. What do you want? Das ist eine äußerst gute Frage. Ja, ich weiß ich halt jetzt natürlich nicht, erstmal nur nicht weiß, ist, wo diese. Es wäre natürlich schon etwas optimaler, nenn ich es mal, ja. Wenn wir nicht unbedingt hier noch diese komische Typentruppe da bekämpfen müssen. Wir werden auch den Wahr wirklich erst erklären, wenn wir hier vorne sind. Weil wir sonst so langsam sind am Laufen, dass es halt fast schon weh tut. Exquisiten Boys, hier guckt sie euch an. Waffenstärke ohne Ende. Man hat nach 7 war, ne? Hier schon im. Genau, Rang 7 und höher. Genau, Nahkampf haben wir noch mehr Waffenstärke, Geschossresistenz, alles. Jungs sind hart im Nehmen. Richtig harte Jungs sind das. ja, mehr können wir gar nicht machen. Erforschen wir gerade schon. Erforschen wir gerade? Irgendwas, was nur eine Runde dauert. Hier, fremde Gefahr. Ah ja, die Unverdauer ist sehr gut in allen Provinzen. Dann die Stottpresse. Weil ja offensichtlich echt nur die ganzen Elfen im Norden und im Osten fallen. Also, Laufwand muss ja noch stehen. Denke ich. Es ist so witzig, dass irgendwelche, dass irgend so ein Trollschädel random Regiment hier Sachen eingenommen hat bei denen. Oh, sind das, das sind tatsächlich Grünleute hier hinten schon, ne? Oh. Das ist halt schon irgendwie witzig, dass die Grünleute so krass abgehen jetzt hier. Also, dass hier Wusak alles hier wegmacht und Grom ist, hier ein Dingsbums, Grimm, Gorg. Typ, dass der auch hier angekommen ist. Also, das ist erstaunlich, aber irgendwie auch passend. In der Gefahr. I am the best. So. Wollen wir noch irgendwas hier? Na. Schrottpresse. Gobbo King! So, Gobbo King. Durkululi ist natürlich auch schon tot hier. Wir machen ja. Oh, volle Geschwindigkeit. So. Das wird unsere Normandie hier. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute er drin hat, aber hoffentlich können wir auch einen Teil davon davor schon ausschalten. So, wollen wir dann jetzt oder nächste Runde erst, ist die Frage. Kommen wir in der nächsten Runde, kommen wir im Gewaltmarsch bis nach hier unten. Ja komm, wir müssen ja denen auch ein bisschen Zeit geben, um Geschossstärke. Ja. Ah. Wir kriegen tötet die stinkenden Dürren, Forschungsrate plus 10%, fraktionsweit, Munition plus 20% fraktionsweit. Geschossstärke, das ist ja super für eine Trophäe dann. Dann mal die hier, die ist halt echt. Naja, Waffenstärke plus 10% ist okay, aber. Seien wir mal ehrlich, das ist doch lächerlich. So. Alright then, I'll do it. Fangen wir mal zu plündern hier. Ach, hier auch Geld und Levels gibt es ja auch für euch frei heraus. Wir nehmen mal die Erdung, ein bisschen mehr Kontrolle. So, und du kriegst jetzt natürlich auch nochmal. Das sind normale Nachtgoblins.
ist schon in Ordnung. So, jetzt, was wollte ich noch machen? Ich wollte mal kochen. Falls uns jetzt irgendwie der Switch jemand angreift. Also, wir wollen ja definitiv hier die physische Resistenz für Infantry. Wir wollen die netten Flügelchen hier. Die Streitwagen-Generation für Infanterie. Was kommt denn los, wenn ich das mache? Nebelbergbrühe. Das Bonus für Squeaks. Serger-Nation für Infanterie der Goblins und Nachtgoblins. Was schlecht ja echt nicht ist, ne? Ich meine, das bringt halt hier die ungeheuerliche Knochen noch bei den Trollen. Das oder halt. Ich meine, das würde halt wieder. Flocken und Schleim hatten wir schon mehrmals, glaube ich. Und das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ich bin mir mal nicht so sicher. Wir kriegen dann mit Grom Waffenstand plus 100 und durch Abspalten der Attacken nur Grom. Und damit hätten wir. Und gegen Verschleiß. Das gemeine Sichtfeld und wenigstens weiter auf Kampagne. Wir versuchen mal das ja jetzt. So. Jetzt hatten wir das schon vorher? Oh, offensichtlich schon. Die Nebelbergdüse. Nein, ich brauche keine Hilfe. Nicht wirklich. Da ist Varshio. Varshio. So, vielleicht kriegen wir jetzt auch bessere Einheiten hier mal. Nein? Nein. Machen wir weiter. Auch nicht gut. Na, jetzt sind die Typen wieder hier. Ich will jetzt echt nicht gegen euch kämpfen, ehrlich gesagt. Aber ich meine, die sind eigentlich ja jetzt. Warte mal, du kannst euch ein bisschen weniger weit kommst du mal. Ja, ja. Schau uns mal so hin, dass. Ich bin ja ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ja, doch, wir können uns unterstützen. Wenn er uns angreift, ganz ehrlich, wenn wir hier mit den zwei Armeen dastehen, dann ist er ehrlich gesagt selber schuld. So. Morg ist zufrieden, nachdem ihr ihm etliche Wars gewidmet habt, blickt Morg nun mit Wohlwollen auf euch. Geschossstärke plus 10%. Alle Armeen, einfach so. Morg. Ha, geil. Und Geld. Danke, Morg. Guter Mann, Org. Morg. Gut. gut. So, wollen wir jetzt hier. Nein, das ist, glaube ich, gar nicht so hundertprozentig notwendig. Ja, das heißt. Es geht natürlich immer noch ein bisschen. Das ist Chaos-Reduktion. Vampir-Reduktion ist gar kein Problem mehr hier. Hm. Sie lassen das echt offen und Hilfe. Das erste. Seid ihr auch alle bestens ausgebaut hier. Na gut, na gut. Guck mal kurz meine Zielvorgaben. So. Ja, zerstört ich mal Ivres. Da haben wir genug. Da haben wir genug. Okay, es ist nur noch Ivres killen. Gut. Super, das hatte ich geplant hier. Das sieht irgendwie nicht gesund aus. Wieso ist das so grün? Oh, hier ist gerade auch irgendwas passiert. So wie das aussah. Auf jeden Fall ist hier sehr chaotisch. Sieht wieder so grün. Hat da jetzt echt jemand? Metastein. Hat jetzt jemand irgendwas? Was ist gezündet hier? Ein niedriges Untergangs oder sowas? Alles der Hydro. Chaoskrieger angetroffen. Du willst mich lachsen. Wo sind die denn? Der klappt uns echt an. Go, kein Mork! Oh, yum, yum. Okay. Ist das schlauer Boy? Nimm mal die Wiederauffüllung tatsächlich. So, wir kriegen dadurch jetzt keinen klassischen Schatz oder sowas, aber wir sind immer ein guter Schiffskommandant jetzt. Ja, das sind jetzt die Gefechten da drum.
Soldaten, Unterschiffskommandant. Gut. Dann finde ich den Graupunkt Krabbler. Das ist egal. Ist dann direkt im Vollnisgrad. Ja, das ist jetzt echt beknackt, dass wir bei der scheiß Invasion hier sowas jetzt verloren haben, ne? So, hier. Setzen. So, komm mal hier rüber. So, wir sind dann zumindest bis nächste Runde völlig aufgefüllt. Was natürlich super ist. Ja, da kann man sich reparieren sogar direkt hier. Den haben wir ja keinen Streit hier. Sieht echt nicht gesund aus. Keine Ahnung, ob die Nebel oder was weiß ich hier irgendwas aktiviert ist oder so. Snatch-Schlammgräber. Oh, Druck mal auffüllen, nochmal verbessern. Ja, ja, das ist sehr gut. Oh, wir können Padawan weiter verbessern. Das ist natürlich schön. Bau es aus. Da hinten. Da müsste ich ja jemanden erstmal extra anheuern für. Ich denke, das werden wir uns sparen. Ja, Ivres ist, scheint schwach. Ich verstehe gar nicht, wieso. Irgendwas scheint da im Argen zu sein. Dann im Padawan. Ich bin doch nicht mir selbst aus. Nein, nein. Muss noch jemand sein. Ja, Rossa. Wisst? Zurück. Die wollen mir bloß nicht Ivres klauen. Da wäre ich echt mad. Aquilon ist tot. Grenzgrafen sind tot. Meine Güte, die grüne Flut ist überall. Naja, die grüne und die Chaos. Elfen. Nachtelfen, was auch immer. Flut. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wo die Chaos-Jäger jetzt aufgetaucht sind. Weil gegen die. Wird unangenehm, glaube ich. Ich habe was belagert. Safiri ist tot. Ich hatte gerade schon gedacht, dass das hier Chaos sind. Nee, die Skaven haben sich. Ich finde das ja, ich finde es so gut. Ich habe das ja genau auch gemacht. Ich habe den ganzen Scheißwald niedergebrannt. Nein! Okay, er ist geflohen nach Süden. Whole world's gonna be crumbs. Big as an orc. Ist echt nicht wahr, ne? Die werden uns das hier jetzt klauen. Es ist ein Rennen um den Tod von Ivres. Aber das gibt's doch nicht. Also ich hab das auch. Also ich hab das auch noch nie erlebt. Dass die Nagron hier so dominiert. Wo ist denn Lovan? Ich habe mich echt, was hier drüben los ist. Ja, und hier, ne? Yolandra und Elise. Ja, was ist denn los bei euch hier? Ihr solltet doch verteidigen hier und nicht abhauen. Jesus. Ja, das Nette ist ja, dass, dass wir das jetzt einnehmen können hinterher. Wieder zumindest so tun. Ja, es ist jetzt echt ein blödes Ende wie die Kampagne, aber. Naja, wir machen es ja nur wegen dem Achievement. Seien wir mal ehrlich. Seien wir mal ehrlich hier, ne? So, wir kriegen hier so ein bisschen was ab noch. Ich würde schon noch gerne eine Schlacht schlagen. So, Puppen verkönigtet, Chaoskrieger vernichtet. Ja, ich bin sehr gespannt, was sie im dritten Teil machen, damit Chaos, weil ich denke, dass das dritte Teil wirklich die for real Chaos-Invasion dann ist, ne? Also hier mit den drei Brüdern und so, den vollen ist shit. Kommst da nicht mal rein. So, mal den hier bitte. Eltalion ist auch nicht zu sehen hier irgendwo. Wo auch immer sich dieses faule Stück rumtreibt. Bauen wir unsere
orkischen Kolonien aus. auf Ulfuan. Ja, warum nicht? Doch, plündern wir einfach weiter. Was euch halt natürlich gar nicht stört, was super ist. Natürlich gibt das quasi nicht mal einen Kriegsgrund gegen uns. So in Paradox Terms gedacht. Oh, wow. Wirklich. Jetzt hast du alles rausgezogen da oben und greifst uns hier oben an, ja? Ach, da ist Eltadio nochmal dabei, aber die tun sie jetzt nicht so geil. Ich meine, wir sind halt im Gewaltmarsch. Was uns jetzt, glaube ich, vermutlich diese Armee kosten wird. Vermutlich. Das ist dann natürlich auch nur die schlechtere Armee von beiden. Und sie haben halt extrem viele Charaktere, das wird das Problem sein. Ja, die sind natürlich auch noch mit dabei hier, elitäre Vögel. Gucken wir mal. So. Ja, was wir hier natürlich tun werden, ist uns eine schöne, schöne, schöne Stelle finden. Wie hier da hinten. Irgendwo. So. Das Gute ist ja tatsächlich, dass wir hier so unsere, sag ich mal, mobilen Truppen hier im Wald auch verstecken können. Seid versteckt, ne? Seid ihr versteckt? Könnt ihr euch überhaupt verstecken? Das scheint nicht so. Sie sind wohl zu groß. Gut, dann bleibt, kommt her! Das ist eine ganz gute Stelle hier zum Verteidigen, glaube ich. So. Könnt ihr dann quasi zusammen mit denen auf die 1 hier? Ne, auf die 2. Ne, auf die 3. So. Ist auch hier hin. Die 7 hier. Hier im Wald verstecken. Scouten quasi. So, ihr. Die 2 noch. Ne, auf die 1. Hierhin. Ihr bleibt mal hier alle so versteckt halber. Mal noch hier rüber. Unsere Leute oder viele unserer Leute sind sich versteckt hier, was super ist. So, go, 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 go. Wer schießt den Acker an Phoenix hier? Los, lock ihn, lock ihn. Ich glaube ja, dass die jetzt hier mit den Feuerpfeilen jetzt so gar nichts machen, also schadensmäßig, glaube ich. Kommt ein Eisphönix oder so? Ja, da sollten ja eigentlich die Feuerjungs ganz gut gegen sein. Und weitergehen, weitergehen, weitergehen.
nochmal aufzuschießen, bitte. Meine Güte. Ich diese blöden Viecher hasse, ey. Los, greif da an. Du geh da rüber. Ist aber raus hier, ne? Ja, zurück hierher. So, mal die Phönixgarde beschießen, bitte. Ganz schön durchlöchert aus, der Typ. Da sind sie. Oh, jetzt hör doch mal auf mit dieser Phönix aus der Asche Scheiße hier. Ihr seid die einzigen Schnellen hier, holt sie euch mal. So. So, ihr schießt da hinten rein. Oh, so, ihr macht jetzt das, was ihr quasi bezahlt werdet mal, ja? Spellstack!
So, diese Schwertträger hier, die sollten vielleicht mal... Der was? So schaut ihr in die falsche Richtung? Oh Gott. Squeaks! Holt euch die hier. Ja, oh Mann, ein Königreich für irgendwie irgendeinen Damage-Spell, ne? Das wäre echt mal... So, einmal hier die Jinxen. Oh, könnte ich bitte... Regeneration. So hier, da reinschießen alle bitte. Diese olle Phönixgarde hier. Jetzt holt sie euch hier von hinten. Schießt ihr rein! Ja! Verzagt! Ihr Elfenschweine! Ja, ihr habt gefailt und zwar sowas von. Mein Gott, es ist eine Mess hier. Aurelius, du Schweinehund! Mal da rein. Aber trifft nicht unsere Viecher. Eigentlich fehlt da echt nicht mehr viel, dass die, wir werden die jetzt hier echt schon einkesseln. Ja, ich glaube zwar auch, dass Friendly Fire durchaus erfing ist hier in dieser Sache, aber... Nee, hier, holt euch diese Schattenkrieger, los! Spinnies! Ich würde sagen, die meisten rennen, ne? So ein paar rennen aber noch nicht, die campen hier noch. Silberhelme. Schießt mal den Typ hier. Ja, es stehen nur noch wieder Helden, vorwiegend würde ich sagen. So. Jetzt killt den Typ hier, los. Dann schieß mal die hier noch, so. So, geh mal hier auf die Jungs drauf und du kriegst mal noch Spinnen raus hier. Und Regeneration für alle! Du schießt mal da dann. Den gießt noch zu gut, glaube ich, hier auf der Seite. Jetzt mal noch begeisterte Schwertjäger kommen hier noch an. Right, Simon.
hier näher ran. So, los, los, los. Ich denke, wir haben noch genug Munition. Wir sollten sowieso genug haben hierfür. Einfach ein Tor Ivressa. Na los, holt sie euch alle hier. Oh, da kommen jetzt so Silberlanzentypen hier. Das ist aber ein bisschen unangenehm hier. Ich dass wir das noch verlieren. Hier. Los, Gobos, ihr seid gegen große Feinde, ne? So, haben wir Fanatics hier eigentlich? Ich glaube nicht. Nur normale. Man, vor allem die Trolle hier, die können ja auch noch dazu rennen da hinten. Meine Güte, Kult dient doch einfach. Wo ist sie eigentlich? Sie ist da hinten. Okay, komm mal hier vor, weil gibt es noch ziemlich große Truppen, die wir bespucken könnten. Das wäre schon gut so. Bleib dran! So, hier einmal bitte. Es kann sich halt nur um Stunden handeln, ne, mit diesen ganzen... So, da ist ADs, tötet sie mal, bitte. Ihr geht mal hier drauf, du gehst da drauf. Jetzt mal gucken, wie wir hier... Komm mal vor, wir müssen da hinten vorne gleich wieder spucken, glaube ich. Jetzt ist ja, die meisten von denen sind schon eigentlich tot, aber... eigentlich. Die haben echt unsere Arachnarok-Spinne eigentlich auch gekillt, oder? Ne, haben sie nicht. Sie ist hier noch. So, komm schon hier. Komm schon. Go, go, go. Hier auf die Jungs. Einer von euch bleibt hier. Nur dein Heilungstrank mal ploppen. So, die sind gleich tot. Geh mal Eltarion hier bitte. Hier mit das Wichtigste jetzt Eltarion zu töten. Und Grom ist nicht mal hier, ja, die glorreiche Tat. Und jetzt die letzten Verstärkungen, die, glaube ich, da reinkommen. Müsste der jetzt nicht langsam mal Army Loss Penalty haben? Will ich mal behaupten. Und so, willst du mich eigentlich verarschen? Sie eingeholt. Das jetzt so gut ist, ist einmal dahingestellt. Oh, jetzt töte ihn, lass ihn nicht entkommen. Der ist entkommen. Super. Ja, jetzt haben wir hier noch eine volle Truppe, die am Kämpfen ist. Ja, du nicht, du bleibst bei den Helmwachen hier. So, gut, auch tot.
noch der letzte hier. Nein, das schaffst du doch. Du hast es sogar geschafft aus der Nähe. Ah, da war's. Kann ich, ob das. Die sind die Unbreakables. Die sind echt gut, die eigentlich Einheiten hier. Net, net, net. Net. Net, net, net. Ja. Es war eine heftige Schlacht. Das sieht man hier vielleicht ein bisschen. So. Das ist ja noch nicht vorbei. Kommen da immer noch Verstärkungen von dem rein? Das kann doch gar nicht sein. Steht echt noch irgendwo irgendwas. Entdeckte Einheiten wurden entdeckt. Das sind aber unsere, nicht seine. Hat er jetzt irgendwie noch auf den Flanken irgendwo noch Leute stehen oder was? Die zum Flankieren gedacht waren. Ja, das ist halt ein bisschen das Problem mit seinen versteckten Einheiten. Also die am Laufen versteckt sind, die Stalk haben. Guter Sieg. Na also. Na also. Naja, Pyrosieg, witzigerweise, die Elfen haben trotzdem mehr verloren als wir. Das sind keine Hordenfraktion. Ja, Schützen haben gut reingehauen. Das hätten wir uns als Quicks leider eingebüßt, aber es war mir fast schon klar, dass wir die verlieren werden. Am Anfang ein bisschen für Ableckung gesorgt von hinten. Und ja, Miss 1 Quick hat es leider erwischt. Ja. Jetzt ein Elfenschmuck. Der Tatum lebt natürlich noch, weil wir sind's. Ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Das hatten wir noch eine Abschlussschlacht, ja. Muss man ja so auch mal sehen. So, dann kannst du ja hier. Der Dimmi geht besiegt. Nebeldorn. Geschossresistenz. Schauen wir gegen große Feinde. Und der Verderbnis. Gibt's Beute, Leute. Befall der Legion ist der folgende Feinde. Hm. Ja, Kriegsballer, Bekloppter, irgendwas. Einmal hier bitte besetzen, ja. You are little more than thieves. Nein, wir sind keine Diebe. Sind ehrbare Orks. So, Gromboy. Waste Grom's time. So, wir gehen aber mal hier an Land, ne? Und offensichtlich liegst du in der ersten Angriff. Den letzten. Ich hoffe, wir können ihn auch wirklich selbst platzieren und nicht, dass er uns geklaut wird. Level 10. Ach ja. Schon weit gekommen hier in deiner Karriere. Dreistes Clown. Kork wird's schon richten. Penis jucken. Ah, nimm mal das noch an den Debuff mit. Du. Also für das hier Level kannst du gar nicht bekommen, dass du mal relevant wirst. Auch zu low, die gute Frau. So, wir haben ja verloren einen Squeakhopper. Dann nimm mal hier so ein Wegelchen mit dazu. 146 Schrott. Was ist bei euch? Geflügelte Munition, mehr Reichweite, Munition in aller Zeit. So. Der Große war. Du es.
Dabei nächste Runde. Wir den Todesschuss setzen. Naja, wir oder ich. Oder der Kult der Sinnesfreunde wohl eher. Jetzt kann ich nicht, was jetzt ehrlich gesagt passiert. Weil wir können das ja gar nicht erobern. Oder ist der Wahr jetzt quasi gegen die anderen gerichtet? Na, wie das jetzt genau funktioniert, frage ich mich halt. Das grüne war übrigens natürlich keine Seuche, das war das Ziel des Wars, das angezeigt wurde. Okay. Okay. So, Konföderation der Zwerge. Der steht tatsächlich sogar draußen hier, so wie ich das sehe, ne? Ja. So, wenn wir dann besetzen. Yay! Der Beste war, Leben der Legende und der Tollste war überhaupt. Schön. Längstes Achievement mit Grommy Boy. Ja, meine Güte, war das für eine Kampagne hier. Der Anfang, der war ja völlig verkorkst. Nicht der grobe Anfang, aber ab diesem versehentlichen Wah auf Bordeaux. Ich meine, kann mal passieren als Ork, ne? Dass man mal aus Versehen, ne? Da wurde es ein bisschen schwieriger, ne? Ja, das war ja alles noch smooth, smooth, smooth going. Und dann hier gleich. Boom, 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 boom. Und ja, da unsere Südexpansion, die hat uns schon geholfen hier, dass wir das angenommen hatten und das hier. Unser Territorium ist zwar jetzt mal nicht gerade kohärent, aber hey, wir haben die Berge besetzt und das ist das beste Territorium für uns. Ja, hat super Spaß gemacht, tatsächlich. Ja, mehr Total War Kampagnen auf jeden Fall zu kommen. Mal gucken, vielleicht werde ich auch nochmal so, ja, für die nächste Kampagne, die wir machen, erstmal wieder einen Guide anfertigen und mich dann nach dem Guide quasi direkt in die Kampagne stürzen. Da habe ich keine doppelte Arbeit. Ist schon mal nicht schlecht. Ja, ansonsten, ja, wenn euch Total War 2 Warhammer Inhalte gefallen, dann lasst doch ein Abo da und ein Like, wenn euch die Serie gefallen hat. Ein Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Hilft alles dem Kanal weiter. Und vielleicht sind wir dann bald mehr als 5 und ein paar zerquetschte Leute mehr hier. Ne? Schön wär's. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, ciao. Euer Torn.